Ja, Freunde, danke fürs Wiedereinschalten. Willkommen retour zu einem absoluten Top-Spiel. Wir haben heute die Begegnung um ja, den Playoff-Platz. Schaut mal hier, No Signal. Hier sehen wir es. So. Und zwar das Duell mit Dynamo Dresden. Die sind auf der 4, wir auf der 5. Sehr, sehr spannende Geschichte heute. Also mit einem Sieg könnten wir also den Relegationsplatz erreichen. Problem ist, Florian Wirtz wird heute fehlen. Und ich wollte ja eigentlich das so machen, wie ihr es gerne gehabt hättet, und zwar Wirtz auf dem rechten Flügel, weil ja, Chayo im Moment, im letzten Spiel war er ganz gut, aber sonst eigentlich keine guten Leistungen zeigt, und ihr habt eigentlich recht. Warum hat er gespielt? Ich habe mir eigentlich erhofft, weil ich auch von jemandem von euch gelesen habe, dass der sich unfassbar gut entwickelt, angeblich unfassbar gut entwickelt, ist aber nicht so wirklich aufgegangen. Also eventuell könnte man wirklich ein bisschen auf die Erfahrung von Stefan Lex außen setzen. Ja, vielleicht kann der da wirklich ein bisschen was bewegen. Dressel kann man wieder mitnehmen. Das heißt, lasst mich mal überlegen, Reinders könnte man auch rechts am Flügel spielen lassen. Das heißt, ich mache das mal so und so. Ich glaube, dass das schon mal nicht so schlecht ist. Das tauschen wir noch. Und dann, Greilinger ist ein bisschen müde, werde ich den runter tun und ich werde Stefan Lex wieder mitnehmen, damit wir den vielleicht wirklich für den rechten Flügel noch haben. Ja, und sonst, ja, wir müssen auf Florian Hart verzichten und Linzbichler, so wie Mannhardt, das heißt keine großen, also keine wirklichen Stammspieler. Eigentlich könnte man auch Kingsley Sapa mal die Chance geben, fällt mir gerade auf. Der wäre eigentlich auch ganz interessant. Dann gebe ich Chayo mal eine kleine Denkpause und ich nehme vielleicht den Sapa sogar einfach mal in die Startelf. Weil warum nicht? Der zeigt super Leistungen, zumindest bei den Spielen, wo wir ihn so eingesetzt haben. Hat mega viel Potenzial, schnell ist er, kann gut flanken. Ich würde sagen, wir werfen den heute einfach mal rein. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir zumindest nicht verlieren werden gegen Dresden. Natürlich wäre es ideal, wenn wir hier heute gewinnen. Aber ja, ich würde mal sagen, verlieren verboten, damit wir auf jeden Fall weiterhin die Chance haben, diesen Platz zu holen, auch wenn wir in dem Jahr nicht unbedingt eigentlich aufsteigen wollen, wenn wir die Chance hätten in dem Jahr, würde ich es natürlich nicht ablehnen. Also absolutes Spitzenspiel, ich wünsche euch viel Spaß und ja, hoffentlich 3 Punkte. Die Anspannung ist groß. Zwei Top-Mannschaften, zwei Traditionsclubs, die auf jeden Fall zumindest in die zweite Bundesliga gehören, aber eigentlich zumindest auch phasenweise in die erste. Bei 1860 ist es ja schon lange her. Ich weiß gar nicht, wann Dresden mal in der Bundesliga? Bestimmt irgendwann bei dieser langen Historie. Vielleicht kann das jemand von euch in die Kommentare schreiben. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. So, vielleicht jetzt die Chance. Wein, Neudecker, da sehr gut hinterlaufen vom Rechtsverteidiger, der Pass auf Sapa kam aber nicht gut an. Wein hat keinen Stress, wird aber auch nicht wirklich attackiert. Dressel auf Talik, Neudecker mit der super Spielverlagerung auf Salga. Neudecker, Dressel und da ist Mané. Kein Abseits, wir führen 1-0. Ich habe jetzt gerade echt damit gerechnet, dass das Abseits ist. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung genauer an. Ne, ganz und gar nicht. Super gestartet von Mané. Ich weiß aber nicht, ob das Absicht von Dressel war. Es hat irgendwie wie ein schwacher Abschluss ins lange Eck ausgesehen. Aber nehme ich so oder so. So, dann haben wir Sapa. Auf den bin ich sehr gespannt. Da haben wir ihn. Plötzlich ist der Ton weg bei mir. Ist er wieder da, Talik. Talik. Sapa. Das wäre zu schön gewesen. Eine Minute später. Und aktuell 4 Punkte hinter Ingolstadt, hinter dem Direktaufstiegsplatz. Also auch das nicht unmöglich. Wein
mit der gelben Karte. So, aufpassen jetzt. Sapa hilft hinten mit, kommt aber nicht in den Zweikampf. Spielverlagerung der Dresdner. Gutes Doppelpassspiel. Salga. Puh. Rutscht da ordentlich noch rein. Ich glaube, ich werde sie mal loben. Ich hoffe, dass das gut geht. Ja, kam gut an. Gut für die Körpersprache, ganz wichtig. Diarra hat jetzt auch gelb gesehen. Lahodimos angeschlagen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das mit dem Sound ein bisschen komisch heute. Neudecker kommt nicht in den Zweikampf. Aufpassen hier jetzt. Da haben wir verpennt. Löwe. Ja, wir stehen ein bisschen zu weit weg, aber gut geblockt hier. Dresden wird jetzt auf jeden Fall stärker und unangenehmer, aber im Moment läuft es noch. Was ich sehe, gefällt mir weiter so. Ich überlege gerade, ich schaue mir mal die Alternativen auf der Bank an, nur für die restlichen Positionen. Den Wein könnte man rausnehmen und Moll bringen. Verdient seine gelbe Karte, 6,6, auch keine wirklich gute Note. Ich glaube, ich bringe da den Moll rein. So. Die restlichen Veränderungen oder die restlichen Spieler dürfen auf dem Platz bleiben. Sapa bisher sehr unauffällig, 6,6. Die Note, da können wir den Reinders auf jeden Fall auch noch bringen später. Jetzt ist Talik angeschlagen. Dann werden wir den Reinders jetzt bringen. Müssen wir halt jetzt schon sehr, sehr früh den zweiten Wechsel machen. Bin nicht unbedingt Fan davon. Gut, antizipiert von Mané. Jetzt nimmt er Tempo auf, dann wird es ganz schwierig, den zu verteidigen. Mané. Boah, gute Parade. Ich finde es echt komisch, dass der Ton immer wieder wegbricht. Das hatte ich im alten FM immer wieder mal, aber in dem hier jetzt eigentlich noch gar nicht so sehr. Ich lobe es jetzt nochmal für die Körpersprache. Scheint aber nicht so wirklich gut zu funktionieren, vor allem weil sie im Moment auch nicht wirklich gut spielen. Sapai, guter Pass in die Tiefe, Mané ist durch. Mané, ja. Der Winkel zu spitz. Minute schon, 76. Was macht Dressel, Neudecker, Damarenas? Gut von Dressel, Salga, Dressel, Neudecker. Hätte er gleich versuchen müssen abzuziehen, stattdessen der Pass wieder raus auf Salga. Moll unterbindet gleich mal den Konter. Oder verhindert ihn. Sapai. Ja, hat er gut abgewartet hier. Und jetzt wieder aufpassen auf den Konter. Hosiner rechts als defensiver Flügelspieler finde ich auch sehr, sehr spannend. Um nicht zu sagen blöd, aber okay. Steigen sie auf ein 4-4-2 um, Doppelspitze. Neudecker jetzt mit der Ecke. Und ja, mit dem 2-0. Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir die 2-Tore-Führung und das eigentlich schon richtig knapp vor Ende. Ja, wieder mal mit seiner Größe. Drittes Saisontor schon von ihm. Also ich glaube, das war ein ganz guter Transfer. Sehr, sehr schön. Gut so. Jetzt haben wir die 90. Was könnte man noch machen? Ich würde sagen, wir bringen den Fofana rein für Diarra. Der soll sich seinen Applaus abholen. Und ich setze Fofana einfach gleich in die Innenverteidigung. Weil da wollen wir ihn ja eigentlich sowieso ranbringen. Da
Dann hat er wieder ein bisschen Spielzeit auf dieser Position. So, Neudecker. Seitenwechsel ist nicht gut. Hosiner verhindert ihn. Dressel kommt nicht in den Zweikampf. Reinders verschläft, aber kein Problem. Keine gute Flanke. So, Umschaltspiel neu formieren. Und wir beginnen mit dem Zeitspiel. Sie mit dem weiten Abschlag. Da ist der Pass in die Tiefe, der ist gut gespielt. Mané hat ihn noch, hält ihn im Spiel. Reinders mit dem Abschluss. Salga mit dem nicht guten Pass, aber das bringt alles Zeit, alles wichtig. Ich muss sagen, ich hätte echt nicht mit einem Sieg gerechnet vor dieser Partie. Aber jetzt sieht es wirklich so aus, dass wir Dresden schlagen und damit tatsächlich auf den Relegations- oder den Relegationsplatz nach vorne kommen. Ziemlich beeindruckend. Ich muss jetzt nur ganz kurz. So Leute, ich bin schon wieder retour. Ich habe gerade mein altes Fahrradschloss im Internet verkauft und der Typ, der das abgeholt hat, der hat gesagt, er kommt zwischen 11 und 12 und natürlich ist er nicht in der Zeit gekommen und jetzt stand er plötzlich vor der Tür. Jedenfalls, ja, ich habe ein paar Euro mehr am Konto und 3 Punkte mehr. Nicht schlechte Geschichte jetzt auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, Dresden zu besiegen. Wie gesagt, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, aber das war richtig sensationell. Also schöne Geschichte, damit springen wir hier an Dresden vorbei auf die 4. Dadurch, dass die Bayern 2 nicht aufsteigen können, sehen wir hier eben die ersten beiden, die direkt aufsteigen und wir als Tabellendritter im Moment auf Relegationskurs. Aber wir sehen nach hinten noch knapp, nach vorne eigentlich mit Ingolstadt mit den 4 Punkten auch noch alles möglich. Also so gesehen nicht so schlecht. Talik verletzt, da schauen wir noch kurz. 1 bis 3 Tage, nichts Tragisches. Sapai Profi-Debüt. Neudecker souverän in Form. Und jetzt haben wir Länderspielpause. Das heißt, der Part wird jetzt etwas anders als die letzten wahrscheinlich. Also ich habe mir überlegt, dass ich jetzt vielleicht noch ein bisschen scouten werde, was die Flügelposition angeht. Weil, ja, wird's. Also sagen wir so, im Zentrum sind wir sehr gut besetzt mit Dressel, Neudecker und Wein. Ihr habt ja auch geschrieben, dass ich unbedingt auf Neudecker setzen soll, weil der halt einfach sensationell ist. Deswegen brauchen wir vor allem wen für die Flügelpositionen. Ich finde, dass beide nicht sonderlich gut besetzt sind. Da haben wir gute Talente, da können wir schauen, dass wir nächstes Jahr wen verleihen. Aber für die derzeitige Mannschaft sind die größtenteils noch zu schwach. Deswegen ja, möchte ich da vielleicht jetzt in dem Part noch ein bisschen scouten. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal damit. Ich schaue mal kurz mit euch die Auswahlliste durch. Damit wir noch vielleicht jemanden finden, der da drauf ist. Bei denen läuft leider nicht der Vertrag aus. Der wäre zu leihen, deswegen lasse ich ihn vielleicht noch auf der Liste. Aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht der Spieler, der uns super weiterhelfen würde auf dem Flügel. Auch er hat den Vertrag verlängert bei den Bayern, zumindest um ein Jahr. Dann haben wir den Samit Onur. Gutes Talent. Sehr gutes Talent eigentlich, muss man sagen. Könnte schon einer sein, den man vielleicht im nächsten Jahr leihen könnte. Deswegen lassen wir ihn auch auf der Liste. Dann haben wir einen von Herrenwehen. Für seine 18 Jahre richtig stark. Weiß nicht, was ihr von ihm haltet. Vertrag läuft aus. Hat ja noch Potenzial. Schon ein bisschen, aber man weiß nicht, wie viel. Aber ich würde ehrlich gesagt trotzdem sagen, dass man den versuchen sollte zu verpflichten. Aber der möchte seine Optionen noch offen halten. Das ist schon ein ganz interessanter. Philipp Olsson, der Schwede. Stimmt, den haben wir auch mal gescoutet. So, wen haben wir noch? FC Gröningen. Elan Kuri. Guter Mann. Ist halt wie Reinders ein nach innen ziehender Flügelspieler mit rechtem Fuß. Also, wobei Reinders geht ja im Sommer wieder zurück. So, wen haben wir hier? Felix Mambimbi, Schweizer, schnell, guter Dribbler, zielstrebig, Flankenwert dürfte auch ganz gut sein, 10 bis 14, könnte rechts und links spielen. Da sehen wir, dass wir den eventuell leihen könnten, aber
Schwierig. Also ich gehe jetzt mal auf die Spielersuche. Auslaufend, offensives Mittelfeld rechts. Dann sehen wir den Manic. Den haben wir eh schon mal gesehen. Da werden wir noch scouten. Ja, einige aus Belgien. Wir haben hier einen Nyangudu, Linksfuß aus Mali, würde auch nach innen ziehen spielen können. Dann haben wir hier, nehmen wir den 26-Jährigen. Sehr schnell. Flankenwert dürfte auch ganz gut sein. Mini. Dann, ich möchte nicht zu alter Spieler, da haben wir einen Russen von Krasnodar. Der ist leider außerhalb des Scouting-Bereichs. Der hat eigentlich auch sehr, sehr gute Ansätze. Den setze ich mal auf die Auswahlliste für die nächsten 6 Monate. Dann Malcolm Badou. Wird nicht wirklich empfohlen von den Scouts. Schwierig. Dann haben wir hier einen Franzosen. Dürfte sehr schnell sein. 25 Jahre alt. 5 Tore, 5 Vorlagen in der Saison. Auch wenn die Liga nicht simuliert wird. Dann haben wir noch Belgier, dann haben wir Daniel Schöpf, Vorwärts Steyr, zu alt. Hätte schon irgendwie gerne noch Österreicher im Team. Fabian Benko, lustig. Den könnte man auch noch kennen. Ex-Bayern, ging zum LASK, wo er scheinbar nicht so wirklich gut war. Da sind jetzt ein paar Zweitligisten an ihm interessiert. Austria Klagenfurt und der GRK, technisch sehr, sehr gut. Also ich glaube, für die dritte Deutsche könnte der schon reichen, werden wir auch mal scouten. Wir werden sehen. Also wir haben jetzt ja keinen Stress mit den Verpflichtungen an sich, aber ich möchte schon langsam schon ein bisschen vorankommen, was die Kaderplanung fürs nächste Jahr angeht. Von den Leihspielern her verlassen uns bis auf Wirtz ja keine großen wichtigen Leihspieler, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber gut. Und was man auch sagen muss, sollten wir den Aufstieg überraschenderweise gleich im ersten Jahr schaffen, dann könnte es natürlich auch sein, dass wir im Sommer als Zweitligist interessantere Spieler bekommen, als das, was wir im Moment bekommen. Deswegen sollte man da vielleicht auch noch zuwarten. Da haben wir einen, Ivora, kann super flanken, guter Antritt, nicht der schnellste, 22 Jahre alt, weiß nicht, ob sich der noch ein bisschen könnte, sich noch verbessern. Vertrag läuft aus, also setze ich ihn mal auf die Auswahlliste. Gabriel Haider von Hoffenheim. Das ist ja auch ein vielversprechender Innenverteidiger-Talent. Den könnte man jetzt schon versuchen zu bekommen. Ich probiere es einfach mal für die nächsten 3 Jahre, weil er auch nicht wirklich teuer ist mit 19.000. So Talent möchte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Das wird sowieso immer wieder sein, dass wir bei den größeren Clubs wildern müssen. Der wechselt mit 1.7., können wir streichen. Scouting-Meeting, da wird uns nochmal Gabriel Haider empfohlen. Flo Wirtz hat gespielt für die deutsche U21 gegen die Niederlande. So, den können wir streichen, dürfte nicht wirklich gut sein. Abdullah Jaffo, da läuft der Vertrag auch aus. Ja, das ist, in Österreich würde man sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist irgendwie, fürs Zentrum auf der 8 wäre er mir defensiv wahrscheinlich zu schwach. Für den Flügel ist er ein bisschen zu langsam vielleicht und auch der Flankenwert ist nicht wirklich gut. Den können wir, glaube ich, streichen. Archimieru Salzburg, wenn man den leihen könnte, wäre es natürlich super. Aber wird wahrscheinlich nicht klappen. Marco Amadio. Ein Italiener, aber zentrales Mittelfeld brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt schauen wir, dass wir vorankommen, dass wir das Testspiel noch in dem Part machen. Und da ist der Youth Intake sehr, sehr schön. Bosch unzufrieden mit den Einsätzen von Lomp. Jetzt ist er momentan ja, ich schaue nur kurz, Leihe kann nicht beendet werden, okay, damit. Andere im Kader waren einfach in besserer Form. Das kann er akzeptieren. Sehr schön. So, Youth Intake. Wie sieht's aus? Wir haben hier 2 Außenverteidiger, einen rechten Mittelfeldspieler und der Rest ist eher so, naja. Schauen wir uns mal die Interessanten an. Dennis Diallo, der ist noch weit entfernt von aktuellen, aber der hat anscheinend Potenzial. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den natürlich auf. Jugendvertrag für 1 Jahr.
Dann haben wir den hier, den finde ich schon interessanter. Tackling-Wert ist schon gut, Deckung ist gut, Flanken ist passabel. Ganz passable mentale Eigenschaften, physisch ist er schon in Ordnung. Dem könnte man echt, wollte gerade sagen, schon einen besseren Vertrag anbieten, vielleicht für die nächsten 3 Jahre gleich. Nimmt er auch an. Dann haben wir Friedrich Kebaya, nur links, ohne Ehrgeiz, keine Zielstrebigkeit. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so interessant, aber ich würde ihm mal einen Jugendvertrag anbieten, weil es nicht wirklich viel, nicht wirklich teuer ist. Dann haben wir hier einen Stürmer mit einem Abschlusswert von 6, finde ich auch super. Kopfballtechnik, Ballannahmetechnik, das ist eher uninteressant. Jurica Jokanovic, super Sprunghöhe, aber nicht der schnellste. Ich glaube, den Rest kann man ziemlich knicken. Stefan Bühner, da ist auch nicht viel da. Da ist ein bisschen was da. Ich schaue mal auf die derzeitige Fähigkeit. Aber das ist auch so viel rechts hinten. Bringt eigentlich nichts mit, absolut nichts. Einen polnischen Torhüter, 16 Jahre jung, der sich auch nicht wirklich verbessern kann. Okay, das heißt, die interessantesten Spieler, die haben wir jetzt eigentlich. Nicht so wirklich interessant. Schade drum. Also ist keine goldene Generation, die uns da jetzt in die Bundesliga zurückbringt. So, wen machen wir verfügbar? Manhart verletzt. Kingsley Sapa ist aktuell aufgestellt, deswegen streichen wir den mal. Verfügbar machen wir den Bailey. Den Kreiling und Chayo würde ich auch sagen. Lomp braucht Spielpraxis. Ich meine, die werden jetzt sowieso nochmal gegen Unterföhring spielen. Aber dann kann ich auf den Positionen einfach die Stammelf spielen lassen. Manhart, Viruserkrankung ist wieder zurück. Srifi, zentrales Mittelfeld. Das ist für mich auch eher so ein Zehner-Typ, weil er defensiv zu schwach ist. Für Stürmer ist er wieder zu abschlussschwach. Ist auch nicht so wirklich. Nicht so wirklich interessant. Ilze unzufrieden wegen Kochs, Leihvereinbarung, ja. Den finde ich eigentlich echt nicht uninteressant, vor allem auch die mentalen und körperlichen Fähigkeiten, aber im Moment sind wir eigentlich da sehr gut besetzt und Fofana haben wir ja auch noch bekommen. Dann haben wir noch den Di Paola, also andere im Kader sind in besserer Form. Damit kann er leben, gut. Muss ich mir merken, dass diese Ansprache da anscheinend ganz gut funktioniert, wenn jemand unzufrieden ist. Und das habe ich mir auch schon gedacht, wie es bei den Bayern auch war. Haben wir ihn versucht zu bekommen, aber er hat bei Hoffenheim verlängert. Dann Diallo, Jugendvertrag unterschrieben, ist jetzt in der U19. Sapong ebenso. Das heißt, von der derzeitigen Fähigkeit her gliedern sie sich halt relativ weit unten wahrscheinlich ein. Das ist die zweite Mannschaft. Ihr habt auch gemeint, dass ich wegen der zweiten Mannschaft jetzt immer schauen soll, dass ich da Spiele ausmache. Wir haben da jetzt eh zweimal englische Wochen, aber sonst nichts. Das heißt, das werden wir jetzt so machen, dass wir da ein paar Testspiele ausmachen. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Wann haben wir gesagt? Wir haben gesagt, am 20. und am 4. haben wir Spiele mit der zweiten Mannschaft. englische Wochen. Am 20. und am 4. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach beginnen mit den jeweiligen Partien an den Montagen. Den lasse ich dann aus und den hier nehmen wir wieder. Bringt ja auch ein bisschen Geld ein. Hoffenheim 2, dann kann man vielleicht ein bisschen scouten. Nürnberg 2. Greuther Fürth 2. Und dann noch irgendwas Interessantes. Reutlingen finde ich auch, fand ich eigentlich auch immer ganz sympathisch. Dann machen wir da ein paar Testspiele. Weil ihr eh recht habt, auf das habe ich nicht so wirklich geachtet, dass die Ersatzspieler und die Ergänzungsspieler auf der Tribüne nicht wirklich Spielpraxis haben. So, auch er unterschreibt einen Vorvertrag, ist auch in der U19.
Wir werden sehen. So, wie haben sie eigentlich gespielt? 2-1 haben die Kandidaten gewonnen gegen die U19. Das sagt schon einiges aus. Ja, ich glaube, den Rest werden wir lassen. Bei ihm bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob man den nicht für irgendwas anderes brauchen könnte. Als Stürmer halt eher nicht. Aber ich glaube, das zahlt sich nicht aus. Da sparen wir uns diese 9.000, 10.000, die der kosten würde. Als Jugendvertrag ist, glaube ich, sinnvoller. So, wird's eine Vorlage beim 1-1 gegen England U21? Da kommt er dann eh schon wieder zurück. Auf das freue ich mich ehrlich gesagt. Wahrscheinlich wird er dann ziemlich müde sein. So, Maxim Kressler steigt wieder ins Training ein. Auch das freut mich. So, verfügbar für die U19. Im Moment, jetzt in dieser Woche, mache ich eigentlich. Ach so, das ist sowieso. Ah, da können wir den Kressler. Eigentlich können wir die beiden verfügbar machen, weil das sind ja quasi Pflichtspiele in der U19. Keine Freundschaftsspiele. Die spielen in der Bayernliga. Da passt das ganz gut. Ist mir das ehrlich gesagt wichtiger, als dass sie da bei uns mitspielen. Rechtsverteidiger verletzt 1 bis 2 Tage, das ist jetzt natürlich bitter, weil rechts hinten auch Florian Hart verletzt ist. Also da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob wir da oder wen wir da jetzt aufstellen werden. Das schauen wir uns gleich an. Muss ich eventuell einen der Innenverteidiger rechts rüberrücken oder schauen wir mal. So, gegen den FC Unterföhring, nicht ersten. Sie ist beim Länderspiel, das heißt Lomp wird spielen. Dann hätten wir theoretisch einen generierten Torhüter, nämlich Wurm. So, er ist angeschlagen, kann morgen wieder ins Training einsteigen. Also ich glaube, den kann man spielen lassen. Dann Tobias Koch mitnehmen. Di Paola kann man auch mitnehmen. Chayo, Kreilinger, Bele. So, wie sieht es aus mit der Müdigkeit? Wie gesagt, bei ihm bin ich mir echt nicht ganz sicher. Salga könnte rechts hinten noch irgendwie notgedrungen spielen. Das war auch nicht so die Ideallösung. Kemper ist reiner Linksfuß. Aber um den tut es mir so leid, dass wir den nicht bekommen haben. Das tut schon ein bisschen weh. So, den Rest der Mannschaft lasse ich jetzt mal so. Überlegen wir dann in der Pause, wie ich wechsle. Und dann schauen wir, dass wir jetzt dann einen angenehmen Sieg einfahren in diesem Testspiel. Also das sollte, also ich möchte auf jeden Fall deutlich gewinnen, so eine Partie. Und ja, that's it. Wir sind ja momentan auf ausgewogen. Eine Ausrichtung ja in so einem Spiel könnte man natürlich, wenn es Pflichtspiel wäre, ein bisschen offensiver reingehen. Ich lasse es jetzt im Moment von der Ausrichtung her, aber trotzdem so, wie ich es jetzt auch in der Liga hatte, weil das ja auch sehr gut funktioniert hat. Die ersten 4 Torschüsse haben wir schon abgegeben. Ich werde dann, glaube ich, gleich das geduldig Spielen reinpacken. Neudecker mit der Ecke. Die müssen wir einfach auf die A bringen. Der kommt zum Kopfball. Also der ist wirklich eine Waffe mit seiner Sprunghöhe. 79% Ballbesitz, 97% Passgenauigkeit. Genau das, was ich sehen will gegen so einen Gegner. Sapai rechts außen setzt sich durch, Flanke ist gut, aber Talik köpfelt deutlich drüber. Weiter Abschlag, Diao natürlich in der Luft eine Macht, Salga. Gut gemacht, Neudecker, Sapai. Mané. Und dann versucht Sapai einfach mal
Der Abschluss war nicht schlecht, knapp daneben. War schon ganz okay. Dressel. So, Neudecker, Talik. Und da hat es endlich geklingelt. Sehr, sehr schön. Passt. Guter Abschluss von Erik Talik. Die Wiederholung brauchen wir nicht unbedingt. Könnt gerne zurückspulen, wenn ihr es sehen wollt. Aber war jetzt kein so aufregender Treffer. Ich werde sie jetzt mal loben, damit die Körpersprache wieder ein bisschen besser wird. Und dann in der zweiten Halbzeit werden wir vielleicht doch noch den Ticken offensiver. Gerade gegen so einen Gegner kannst du auch wirklich auf Offensiv stellen und viel mehr Spieler auf Attack stellen, als ich es jetzt in dem Moment natürlich mache. Aber wie gesagt, mir ist wichtig, dass sie sich einspielen. Und ob wir den Test jetzt 2-0 gewinnen oder 5-0, ist ja grundsätzlich komplett egal. Tölke macht es gut. Neudecker auf Sapai. Sehr gut hinterlaufen. Mané per Kopf. Und Tölke knapp daneben. Kommt sehr, sehr gut zum Kopfball. Den kann man auch mal machen. Grundsätzlich war das schon eine gute Leistung. Wir sehen die Expected Goals. Ich sage jetzt einfach, gefällt mir so, das passt schon. Wir machen kurz die Taktik auf. Wir gehen auf kontrolliert. Ich lasse den Sapai auf Attack spielen, den Talik auf Attack. Den Rest lasse ich jetzt mal so, von der Taktik her zumindest. Und jetzt werden wir vom Personal her wechseln. Die Frage ist, wie? Moll und Fofana in die Innenverteidigung, Kemper links hinten. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich einfach Lex nach rechts hinten packe. Ich glaube, dass das gegen so einen Gegner einfach komplett egal ist. Weil rechts außen, also rechts vorne, habe ich eigentlich noch Jayo. Der ist defensiv noch schwächer als Lex. Darf Lex jetzt einfach mal ran, weil ich möchte jetzt keine Verletzung riskieren, sonst haben wir nämlich in den Pflichtspielen keinen Rechtsverteidiger. Dann, jo, Tobias Koch auf die 6. Dann haben wir die Paola natürlich auch noch fürs Zentrum. Reinders hätten wir fürs Zentrum und Chayo, Greilinger für den Flügel. So werden wir es machen. Chayo und Greilinger, passt. Und dann haben wir die Paola als Box-to-Box und Reinders vorgeschobener Spielmacher. Vorne Mölders rein als, ja, lassen wir ihn als pressender Stürmer, das passt schon. Das heißt, bis auf Bailey kommen alle zum Einsatz. Lomp wird durchspielen. Dann können wir uns jetzt hier noch einige Spieler anschauen. Körpersprache schon wieder im Keller, weil die halt einfach nicht motiviert sind, da jetzt noch groß zu spielen. Schauen wir mal, wie sie sich in der zweiten Halbzeit machen, weil eigentlich haben wir ein ganz gutes Personal hier aufgestellt. Also sollten wir auch in der zweiten Halbzeit hier ordentlich dominieren können. Soll ich sie mal maßregeln? Das habt ihr generell mal schon öfter vorgeschlagen. Wenn es nicht so läuft, weiß jetzt nicht, ob es bei einer Führung funktioniert, aber von der Leistung her würde ich es eigentlich ganz gerne maßregeln. Warten wir mal die Situation jetzt hier ab. Weiß nicht, ob das noch eine Chance für uns wird oder ob die jetzt mal eine Chance bekommen. Irgendwie glaube ich jetzt, wir kriegen den Ausgleich. Ah, Lomp hat gut aufgepasst. Wieso hat der Haare? So, Jayo, guter Antritt. Mölders ist in der Mitte und der Versuch war nicht schlecht. So, ich versuche sie ein bisschen anzufeuern. Viel schlimmer kann die Körpersprache nicht werden, dachte ich. Aber sie ist tatsächlich noch schlimmer geworden. Jayo, setzt dich durch. Ja. Der Keeper kann ihn noch so mit den Fingerspitzen ablenken. Er war eigentlich nicht so gefährlich geschossen, aber
Der Torwart reagierte da auch nicht so wirklich gut. So, aufpassen jetzt Altwasser gegen Camper im Laufduell. Und Camper mit dem Foul. Freistoß gibt es aber woanders. Chayo klärt, Kreilinger jetzt mit der Konterchance, Möllers und Chayo sind mit ihm vorne. Auch das zentrale Mittelfeld rückt jetzt schon nach, Kreilinger. Super gespielt von Kreilinger, toll von Mölders. Damit gehen wir mit 2:0 in Führung. Auch da wieder überspringen wir die Wiederholung. Jetzt können wir sie loben, jetzt haben sie sich mal verdient, Reinders und Moll 3:0. Toller Freistoß von Reinders, der hätte sich's verdient. Stattdessen staubt Moll ab. Aber Reinders 7,5, ich schätze mal, der wird den Assist gewertet bekommen haben. Deswegen die gute Note. Mölders, ja. Also man sieht schon, dass die offensivere Variante gegen so eine Mannschaft auf jeden Fall mehr bringt. Und sonderlich offensiv sind wir jetzt noch gar nicht. Aber wir haben schon viel mehr Spielanteile, also die zweite Halbzeit gefällt mir so auf jeden Fall deutlich besser. Ja, eigentlich kein guter Pass von Koch. Jairo hat ihn, Reinders. Wo ist die Lücke? Da ist sie. Sehr, sehr schräg. Die ganze Situation jetzt hier. So, Ecke Reinders. Ich lobe jetzt mal wieder. Und da gibt es den Elfmeter. Sache für Sascha Mölders, der sich hier den Ball gleich mal holt. Und den verwandelt er sehr, sehr stark. Gut so. 4:0, also jetzt wird es dann doch noch deutlich in der zweiten Halbzeit. Ein paar, die sich sehr empfehlen konnten. Also wie Mölders, der sich gut macht gegen solche Gegner. Kreilinger, auffälliger als Talik. Reinders, der im Zentrum auch sehr, sehr gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Also da bin ich auch froh, dass wir den geliehen haben, weil der halt einfach so vielseitig ist. Das ist ein guter Wirtsersatz im Zentrum, kann aber auch eben sehr gut am Flügel spielen und das auf beiden Seiten eigentlich. Lomb klärt zur Ecke. Der Pillermann ist an der Ecke. Und Lomb hat den ohne Probleme. 32 Schüsse. Aber das war zu erwarten. Weiß gar nicht, wo der FC Unterföhring spielt. Vielleicht weiß das einer von euch. Und das war's. Gut, wir gewinnen 4:0. Das war in Ordnung, bin sehr zufrieden und damit ja, haben wir diese Pause auch ganz gut genutzt, um ein paar Leuten Spielpraxis zu geben vor dem großen Spitzenspiel gegen den Tabellenführer. KFC Uerdingen wartet als nächstes auswärts auf unsere Mannschaft. Ob und wie wir da bestehen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Schauen wir mal, wie es klappt. Vielen Dank fürs Einschalten, ich wünsche euch was. Wir sehen uns.